Heute sprechen wir einmal über das Meta im März 2022 und ich werde euch aber meine Gedanken mitteilen, was ich so denke, was so die besten Decks aktuell sind, was für Decks ihr vielleicht spielen könnt im aktuellen Format und was wir wahrscheinlich in London für Top-Decks sehen werden. Direkt in die Tierlist rein, let's go! Das Deck, was wahrscheinlich die meiste Repräsentation haben wird in London und generell im aktuellen Format, wird einfach Kashtira sein. Deshalb werde ich Kashtira immer in Deck to Beat packen, nicht weil es das beste Deck ist, sondern weil es eins der einzigen Decks ist, was Non-Engine-Outs erfordert, um dagegen gut spielen zu können. Das macht es jetzt nicht unglaublich mächtig, aber das heißt, ihr müsst auf dieses Deck vorbereiten, wenn ihr dagegen spielen wollt. Das heißt, ihr müsst Sachen in eurem Deck finden, die dagegen spielen können und ihr müsst gucken, dass ihr Karten findet, die gegen andere Matchups auch hilfreich sind. Da gibt es eine Menge gute Karten, aber das Deck to Beat wird Kashtira sein. Und ich werde auch einmal das Tier 1 vervollständigen, weil Kashtira ist logischerweise auch ein Tier 1 Deck. Und das wird einmal Despia sein. Ich denke, als starker Runner-Up das Deck to Beat, denn ihr spielt Ash Blossom auf jeden Fall eurem Main-Deck, um gegen die Brand Fusion nicht zu verlieren, die hart zu kontern. Auf jeden Fall ein unglaublich solides Deck und mit den neuen Karten auf jeden Fall sehr, sehr stark, muss man fairerweise sagen. Das nächste Deck, auch wenn ich das eigentlich nicht gerne sehe, ist Tatil Labyrinth, weil es sehr resilient ist, was verschiedene Kombinationen an Karten angeht, denn Evil Match auf das Deck zu machen, hört sich zwar erstmal richtig, richtig gut an, aber wenn man dann merkt, dass die Karte trotzdem weiterspielen können mit der einen Karte, die noch gesetzt ist, ist aber wirklich nicht so krass dann dagegen, das zu machen. Und dann habt ihr eure Battle Pass verschwendet und könnt nicht mehr drüber angreifen. Deswegen, das Deck ist unglaublich gut und ihr solltet wissen, dass das ein Format ist und dass Karten dagegen gespielt werden müssen, die halt auch gut sind. Aber ich glaube nicht, dass ihr spezifisch genau dafür Karten braucht. Denn Back Removal ist generell in einem Format nicht schlecht, was relativ offen ist. Denn auch gegen Kashtira kann Back Removal ganz hilfreich sein. Und gegen Despia theoretisch halt auch. Deswegen glaube ich schon, dass man so ein bisschen guckt, dass man da so ein bisschen was rausnimmt. Das letzte Deck für Tier 1 ist tatsächlich einmal Sprite. Und das bezieht aktuell so ziemlich alle Sprite-Varianten mit ein. Ob das Sprite Gishki ist, Sprite Runic, das glaube ich ist wahrscheinlich sogar die beste Variante von denen. Oder ob das halt das pure Sprite-Deck ist oder halt Sprite Evil Twin. Alles Optionen, die wirklich gut funktionieren. Alle ungefähr in einem ähnlichen Tierbereich. Wahrscheinlich ist sogar Gishki vom Tier ein bisschen lower. Aber es hat ein besseres Endboard im ersten Game. Deswegen glaube ich schon, dass es so ein bisschen so mithalten kann mit den anderen Versionen. Aber aktuell sind alle ungefähr gleich, weil wir werden mal sehen in London, was die Leute spielen werden. Das wird ja das Spannende sein. Aber ich glaube, dass diese vier Decks ganz, ganz weit oben sehen für die ganze Turnierszene. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Für mich ist eigentlich viel interessanter, was so diese anderen Decks sind, die so, nennen sie mal Runner-Ups oder die im Format gespielt werden können, die an sich wirklich gut sind. Das erste Deck habe ich dafür einmal, das ist halt Birds. Und das ist für mich ein Deck, das gehört gar nicht mehr in das Meta rein. Das packe ich mal zu nicht competitive, weil es ist theoretisch spielbar, aber es ist halt nicht mehr stark genug. Nicht gegen die anderen Decks, nicht ohne die Statue. Ihr habt, wenn ihr First geht, ihr verliert instant gegen Sachen wie Evenly Matched oder gegen Lightning Storm, wenn Leute das spielen würden, gegen Labyrinth. Es tut halt nichts und viele werden wieder anfangen, Lanze zu siden gegen Kashtira und damit habt ihr ein Problem. Und deshalb glaube ich nicht, dass es im Format aktuell spielbar ist. Da haben wir einmal Tri-Brigade. Das packe ich mal zu Tier 3. Ich meine jetzt nicht die Tri-Brigade Sprite-Variante, die ist definitiv deutlich besser. Aber ich glaube, dass Tri-Brigade pur mit den Lurelis-Monstern, mit der ganzen Engine, mit diesem Bird-Up-Ding, glaube ich, eine relativ solide Strategie ist, die ihr im aktuellen Format verfolgen könnt, denn ihr könnt relativ easy in Zeus bauen, das ist natürlich viel wert. Das nächste Deck ist einmal Dragonlink, ich packe das mal zu viel Potenzial rein, weil das theoretisch gut ist. Ob das gut genug ist, werden wir sehen, deswegen in viel Potenzial, weil ich halt nicht abschätzen kann, wie gut dieses Deck abschneiden kann, wenn es sich halt vorbereiten kann auf verschiedene Matchups. Ich glaube, dass es trotzdem eine sehr, sehr gute Engine ist. Dann haben wir einmal das Dogmatiker-Deck, das packen wir auch zu nicht competitive rein. Ist zwar ganz neat, mit dem Ritualmonster Sachen zu klauen vom Gegner, aber ich glaube nicht, dass es halt großartig spielbar ist im aktuellen Format. Das wird definitiv aber im Format noch sehen, wo das wirklich spielbar ist, denn das ist ja wirklich gar nicht so schlecht. Ich packe Pendel auch mal tatsächlich in nicht competitive rein. Ihr könnt mich jetzt unten flamen in den Kommentaren, aber ich glaube in dem Format, wo der Gegner die Möglichkeit hat, deine Zone zu blockieren, mit dem du spielen musst, ist kein gutes Format für dein Deck. Und ich glaube deshalb fällt das für mich komplett raus, weil das Deck zu picken schreiten danach, dass du halt gegen das Deck instant verlieren möchtest, wenn du halt die Outkarten dafür nicht instant siehst, um überhaupt spielen zu können. Denn die meisten Decks, die nervt zwar mit dem Makrokosmos, mit dem Banish und so einen Scheiß, aber das Deck kann dir quasi einfach beide Pendelzonen klauen. Und selbst wenn du eine zurückbekommst, dann hast du trotzdem nur eine Pendelzone und kannst trotzdem nicht spielen. Also ich glaube nicht, dass das unglaublich spielbar ist im Format.
Das ist mein Gedanke dazu. Dann haben wir einmal Darkworld. Auch das sehe ich aktuell als nicht competitive. Es macht zwar viel coolen Stuff, aber es hat keinen konstanten Access zu der kompletten Combo, die es machen möchte. Denn es ist sehr, sehr random, auf was ihr nachher enden könnt, je nachdem, was ihr halt zieht. Klar, die Karten, die ihr zieht, die sind ziemlich gut, aber ich glaube nicht, dass das so konstant wie möglich das Gleiche machen kann. Und das macht das Deck meiner Meinung nach nicht fähig, im aktuellen Format gut zu funktionieren. Abseits davon, dass gegen Kashtira die meisten Karten halt gebannt werden. Da macht die generell nicht so viel. Exorcista packe ich auch mal nicht competitive. Der Friedhof ist tot. Ihr spielt meistens Decks, die nichts mit dem Friedhof zu tun haben, denn Kashtira hat da ein Problem mit. Und Sprite, Despia, Labyrinth und Kashtira, denen ist das vollkommen egal, was mit dem Friedhof passiert. Deshalb ist das Deck halt einfach nicht mehr spielbar, weil es halt gegen die besten Decks halt nichts tut. Ignista, ich pack's auch mal hier unten rein. Ich glaube nicht, dass das gut ist, denn ihr verliert in vielen Fällen wirklich halt den Friedhof. Es ging Labyrinth nicht stark genug, um was da zu machen. Klar, es kann das große Bossmonster raushauen, aber wenn ihr in Board reinspielt, ich glaube nicht, dass ihr überhaupt da hinkommt, dass ihr dieses Monster machen könnt, denn ihr habt halt, weiß nicht, 3 bis 4 Setkarten. Da werdet ihr keinen Tower bauen können. Und dann, ja, was wollt ihr dann tun? Madolche, ich pack's mal wieder nicht competitive rein. Ich habe es aktuell wirklich halt gar nicht gesehen. Ich sehe es in keinen Varianten, dass irgendwie das Deck wirklich gut spielbar ist. Es hat immer noch diesen einen Negate. Okay, es profitiert natürlich davon, wenn es jetzt als pures Deck gegen Kashtira spielt, weil der Friedhof halt komplett egal ist. Allerdings braucht ihr ein Monster im Friedhof, um das zu banishen, um halt den einen Effekt zu triggern von dem Monster, was aus dem Deck specialt. Deswegen tut das schon so ein bisschen weh, wenn ihr nicht selber kontrollieren könnt, was ihr im Friedhof habt. Deswegen glaube ich nicht, dass das Deck irgendwie viable ist. Das gleiche gilt für Marincis, die machen viel über den Friedhof und das eine Monster zu haben, ist halt auch nicht genug, weil wenn die halt die den Friedhof poppen oder das irgendwie zerstören, dann habt ihr auch ein Problem. Ist einfach nicht gut genug aktuell, glaube ich. Die Brave-Variante ist, glaube ich, ganz cool. Ich glaube aber nicht, dass es halt kompetitiv wirklich gut funktioniert. Wenn euch mein Content, by the way, gefällt, dann lasst mir doch gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich weiß, ihr möchtet solche Tierlisten noch häufiger sehen, denn ich mache die einmal im Monat. Vielleicht wollt ihr mal ein paar Tierlisten zu anderen Sachen sehen, außer halt den Decks, sondern vielleicht Boardbreaker, Handtraps, generische Karten, die man aktuell spielen kann. Lasst mich in den Kommentaren wissen. Dann haben wir noch einmal Mikanko. Und Mikanko packe ich einmal zu viel Potenzial, denn ich bin mir noch nicht sicher, ob dieses Deck irgendwas reißen kann. Die Libramancer Mikanko-Variante ist ganz cool. Es gibt das mit Tier-Elements, das kann man auch spielen. Ich lasse mal so stehen. Ich glaube, das Deck braucht nur einen guten Deckbild, der gut funktioniert. Das Naturia-Deck packe ich tatsächlich zu Tier 2, denn ich glaube, dass die Naturia-Runic-Variante wirklich gut ist. Nicht eins der besten Decks, aber ich glaube, dass es trotzdem sehr viel Potenzial hat, für sehr viel Schaden anzurichten, denn das 3 Karten ziehen. Plus die Karten, die nicht once per turn sind, was millen können, was negieren können, die Monster geben können. Du kannst mit dem Deck Baroness bauen, du kannst so viel Schund treiben und Sachen wie Barkion und Venturia Beast dahin zu setzen, die der Gegner outen muss, bevor er überhaupt irgendwas machen kann, wenn das First geht. Und wenn das Second geht, in so Board reinzuspielen, ist auch nicht ganz so schwierig, weil ihr habt die ganzen Runic-Karten, die helfen euch natürlich schon. Und ihr könnt einfach wirklich Monster normalen, das wegtributieren und zwei Monster specialen, damit ihr halt spielen könnt. Und ihr könnt theoretisch auch ein Zeus spielen, damit ihr halt da reinrennen könnt, wenn ihr nicht über die Runikarten reingeht. Ich glaube schon, dass das Deck ziemlich devastating sein kann. Dann haben wir einmal das Plan-Deck, also das Deck mit allen möglichen Rika-Karten drin, mit den 10 Avalons. Ich glaube, das Deck gut spielbar ist. Ich weiß nicht, wie hoch das Ceiling von dem Deck aktuell Format ist, was es erreichen kann. Deswegen packe ich es mal ins Tier 3 rein, weil ich glaube schon, dass es Teil des Metagames sein wird. Ich glaube nur nicht, dass das so einen großen Impact haben wird. Das gleiche sehe ich übrigens bei Plunder. Ich glaube, dass Plunder Brave wirklich kein schlechtes Deck ist. Aber ich glaube, es wird nicht genug tun, dass es das quasi, dass das quasi viele Leute spielen werden im Vergleich zu den anderen Decks, die oben drüber sind, weil die einfach deutlich, deutlich besser sind. Da haben wir ein Deck wie Poli. Das packen wir mal in viel Potenzial rein. Denn der Support, der kommt ja. Aktuell ist das okayisch. Aber ihr werdet es wahrscheinlich schon sehen, weil Leute wahrscheinlich versuchen werden, damit zu experimentieren. Wahrscheinlich nicht auf der YCS, aber auf euren Regionals, auf euren Locals werden wahrscheinlich einige Leute das Deck schon anfassen und versuchen, damit ein bisschen was zu reißen. Deshalb kommt es in viel Potenzial rein, weil ich glaube schon, dass das halt spielbar genug ist, dass Leute damit euch irgendwie nerven wollen. Das nächste Deck ist einmal Runic Stun. Das kommt für mich in Tier 2. Ich sag, was dazu sagen ist, das Deck ist mega nervig. Ihr müsst die Orts in eurem Deck haben, in eurem Side-Deck haben, damit ihr dagegen spielen könnt. Eine Karte wie Evil Match hilft natürlich, dass ihr dagegen halt spielen könnt. Aber das war es, glaube ich, auch schon. Das ist, glaube ich, ein
unglaublich nerviges Deck zum Facen und es kann auch gewinnen, weil ihr einfach gestunt seid und nicht viel machen könnt. Das gleiche gilt übrigens für Sword Soul. Nicht, dass es nervig ist, nicht, dass es stunt, aber dass es auf jeden Fall Games gewinnen kann, weil es relativ easy eine OTK enablen kann, wenn ihr halt nicht genug tut oder es genau die Karten spielt, die euch aufhalten und dann halt easy in OTK drücken kann. Ist ein sehr gutes Deck immer noch und es hat halt nichts von ihrer Engine verloren über die letzten Banlists. Das ist halt auch immer ziemlich gut. Deshalb, das nächste Deck ist einmal Tier Shizu. Ich packe das mal in Tier 3. Und das nicht, weil das Deck jetzt komplett gut ist, sondern ich glaube, dass einige Leute Varianten finden werden, wo das Deck gar nicht so kacke ist. Und gar nicht so kacke heißt für mich immer Tier 3, weil das halt im Meta irgendwie spielbar ist, aber halt nicht unglaublich gut ist. Aber es hat ja bis auf Kid Kalos theoretisch noch alle Karten, auch wenn sie alle auf 1 sind, um halt Sachen machen zu können. Also wenn man einen Weg findet, diese anderen Plätze halt gut und sinnvoll zu füllen, kann das Deck, glaube ich, trotzdem noch ziemlich gut sein. Zum Beispiel eine Variante mit Punk, die Sachen auf Video legen können, die einfach die Level 8 Monster geben können, also die einfach so ein bisschen was machen können, ist, glaube ich, viel möglich mit dem Deck. Ob das jetzt wirklich gut ist, keine Ahnung, deswegen gerne Tier 3. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall im Metagame auftreten, weil die Leute das wahrscheinlich nicht aufgeben möchten. Das letzte Deck für heute ist einmal Trap Tricks. Das kommt einmal dahin, zu viel Potenzial. Ich glaube, das Deck ist gut. Ich glaube auch, dass es in London auftreten wird, dass es auch gar nicht so unerfolgreich sein wird. Aber ich glaube nicht, dass es aktuellen Platz in diesem Format hat. Ich erwarte aber, dass viele Leute spielen, weil es halt wirklich eine schöne Budget-Option ist, was viel machen kann. Ich weiß nur nicht, ob es gut genug ist. Deswegen ist ein viel Potenzial drin. Es könnte halt richtig ausrasten. Oder auch nicht. Wir werden es sehen. Das war's für die Liste für März 2022. Hier ist ein Video, was ihr euch mal angucken könnt. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.